Zartes Putenschnitzel in knuspriger Panko-Paniermehlpanade mit Waldpilzrahmsoße und angebratenen Spätzle. Wie hört sich das an? Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen. Ich liebe dieses Gegenspiel aus zartem Schnitzel und knuspriger Panade. Dazu noch ein gemischter Salat. Ach Herz, was willst du mehr? Wie ich das alles zubereitet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten lasse ich wieder durchlaufen, aber wie immer der Hinweis, alle Zutaten können unter dem Video nachgelesen werden. Und noch ein Hinweis, ihr seht einige selbstgemachte Dinge, die können natürlich auch alle gekauft werden, da weiß man dann aber nicht, was ist dann noch so alles mit dabei. In diesem Video hier oben findet ihr zum Beispiel meine selbstgemachte Gemüsebrühepaste. Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, wie bekommst du deine Putenschnitzel so schön zart hin? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Genauso wie bei Schweineschnitzel oder auch Kalbschnitzel werden die Putenschnitzel geklopft. Und genauso wie die Schweineschnitzel oder Kalbschnitzel klopfe ich die Schnutenbits... Sorry für den Versprecher. Ich meinte natürlich die Putenschnitzel, ohne sie mit Folie abzudecken. Denn das Geheimnis zarten Fleisches liegt darin, die langen Fasern kurz zu bekommen, also eigentlich zu zerstören. Merke, lange Fasern zähes Fleisch, kurze Fasern zartes Fleisch. Wichtig ist jedoch beim Putenfleisch, dass ihr nicht wie ein Berserker auf das Fleisch draufhaut, sondern es muss vorsichtig geklopft werden. Da ich ein sehr großes Putenschnitzel dabei hatte, habe ich das halbiert und so hatte ich dann vier ungefähr gleich große Schnitzel. Salz entzieht dem Fleisch bekanntlich Wasser, aber anders als bei Rindfleisch enthält Putenfleisch nicht so viel Wasser. Deshalb dürfen die Putenschnitzel vorher mit Salz und Pfeffer gewürzt werden. Wenn die Schnitzel also gewürzt sind, wird die Panierstraße vorbereitet. Klassische Panierstraße, naja, fast klassisch, denn eine Zutat ist etwas anders, das ist nämlich das Paniermehl. Dieses ist bei mir das Panko-Paniermehl. Ich habe immer gedacht, man muss niemandem mehr erzählen, wie ein Schnitzel paniert wird. Falsch gedacht, ich sehe immer wieder Fehler, dass zum Beispiel einige als erstes die Schnitzel ins Ei legen. Das Mehl haftet zwar dann am Ei, aber das Ei selber haftet kaum am Fleisch. Und dann versucht mal, trockenes Paniermehl auf trockenem Mehl haften zu lassen. Das geht nicht. Deshalb also wie immer als erstes Mehl, dann das Ei und dann das Paniermehl. Die Schnitzel werden jetzt erstmal beiseite gestellt, denn jetzt geht es an das Braten der Pilze. Dafür kann man Speiseöl, Butter oder Butterschmalz verwenden. Ich verwende gerne mein selbstgemachtes Butterschmalz, das schmeckt am besten. Übrigens, hier oben gelangt ihr zu dem Video, wie ihr Butterschmalz selber machen könnt. Wenn ihr zu viel Butterschmalz in der Pfanne habt, kann das einfach wieder zurück ins Glas geschüttet werden. Das wird hart und kann wieder weiterverwendet werden. Oder wie hier zu sehen, einfach nochmal ein bisschen in die Pfanne. Als erstes werden die Zwiebeln angebraten, die hatte ich bereits vorgeschnitten in feine Würfelchen. Dann kommen die gefrorenen Waldpilze dazu, übrigens bitte nicht Feuer auftauen lassen, dadurch werden sie menschlich. Sie müssen jetzt so lange schmoren, bis das Tauwasser völlig verdampft ist. Deswegen gleich salzen, das entzieht den Pilzen am schnellsten das Wasser. Hier in der Nahaufnahme kann man schön sehen, wie das Wasser brodelt. Die Pilze sollen aber nicht kochen, sondern sie sollen braten. Wenn das Wasser verdampft ist, müssen die Pilze noch ein wenig braten, bevor alle anderen Zutaten hinzugefügt werden. Und diese Zutaten sind Sahne, Milch, das Knoblauchmus und die Gemüsebrühepaste. Dann stellt ihr die Soße heiß und jetzt geht es an das Braten der Schnitzel. Die Schnitzel müssen in reichlich Fett gebraten werden. Dafür kann man Speiseöl, Butter oder Butterschmalz verwenden. Speiseöl bringt kaum Geschmack mit, Butter verbrennt zu schnell, deswegen nehme ich am liebsten Butterschmalz. Und dann ab mit den Schnitzeln ins heiße Fett. Nebenbei schon mal die Spätzle nach Anleitung kochen, allerdings nicht die Zeit übernehmen, erfahrungsgemäß dauert es viel länger. Hier könnt ihr sehen, dass die Schnitzel in deutlich mehr Fett schwimmen, als ich das gerade eben gezeigt habe. Ich habe zwischendurch noch etwas Speiseöl nachgegossen. Eine Kombination aus Butterschmalz und Speiseöl ist dann das Beste, weil es dann auch günstig bleibt.
Nebenbei wenden wir uns nochmal der Soße zu. Da wir sie heiß halten, verdampft natürlich auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Das ist erwünscht, damit wir eine schöne cremige Rahmsoße bekommen. Die Schnitzel dürfen im Übrigen nicht zu heiß gebraten werden, denn das Panko-Paniermehl nimmt schneller Farbe an als normales Paniermehl. Außen verbrannt und innen noch roh würdet ihr dann sagen müssen, der beste Teil des Schnitzels war der zwischen dem Verbrannten und dem Rohen. Aber in der Regel wird das nicht gewünscht. Nach einer gewissen Zeit können die Spätzle getestet werden, ob sie schon gar sind. Am besten entnehmt ihr dafür eine und probiert sie. Spätzle abschütten, Schnitzel aus der Pfanne nehmen und in die nicht ausgewaschene oder ausgeputzte Pfanne werden jetzt die Spätzle hinzugefügt und angebraten. Und dann kann alles angerichtet werden und sieht am Ende so aus. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Nachmachen, wünsche euch gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.